So, da bin ich nochmal. Hallo. Zweiter Versuch. Ich jamme jetzt mal kurz hier den Rest. Ja. War, ja, egal. Ist so. Ist halt so. Verblase ich jetzt echt meine Gems. Aber egal. Das ist halt so. Der King muss auch noch dabei sein. Es geht darum, eben den zweiten Versuch zu starten. Ich weiß nicht, ob es jetzt Fail ist oder nicht. Ja, manchmal will man es einfach zu sehr. Die Sache ist die, jetzt habe ich hier 44 Riesen. In der Clanburg habe ich eine Valkyrie und ein paar Boogies. Ist jetzt nicht so der Burner. Und mein King ist nur fertig. Also die Queen ist leider nicht dabei. Soll ich eventuell die Riesen hier lang schicken? Aber das könnte halt sein, dass da eben ohne Ende Tellereisen sind. Ja. Aber... Oder wenn du einen Heilzauber oben platzierst, alle nee, Riesen... Den King vorsetzen. Der kann nicht vom Tellereisen kaputt gemacht werden oder hochgeschmissen werden. Der könnte alle Tellereisen auslösen und dann die Riesen hinterher latschen lassen. Und dann immer von, schön wieder heil rein. Von unten, right? Ja, von unten würde ich... Ich probiere es einfach mal von unten. Ich bin sehr gespannt. Same. Ja, komm hier, Yolo. Oh, wenn da jetzt ein Tellereisen kommt, scheiße, Alter. Der King hält gar nichts aus, sehe ich jetzt gerade. Also gucken wir mal. Also ich bin mega gespannt, aber gucken wir mal. Also ich meine, es sind immerhin 4 Heilzauber und sie sind immer im, guck mal, sie bleiben im Heil drinne. Drum verwende einfach deine also Heilzauber. Ich hoffe, die präzise. Ey, wenn jetzt ein Tellereisen kommt, zack. Ah, das ist mal... so kacke, Alter, ohne Scheiße. So ein bisschen was muss man ja nun mal verwenden, bevor die hier alle down gehen. Wegen dem Flächenschaden halt. Ah, hast du das gesehen, wie der Magierturm hat da keinerlei Chancen? Ey, vielleicht ist das gar nicht so verkehrt. Also, wenn jetzt nicht die Tellereisen kommen. Oh, der war aus Versehen gedroppt. Schade. Wenn nicht Tellereisen kommen, könnte das klappen. Weil guck mal, überleg mal, was hier an Masse da ist. Ja, aber du musst gucken, dass du den letzten Heilzauber jetzt sinnvoll benutzt. Ich würde aufpassen, dass du schaust, dass du... Boah. Ich hau den hier rein. Das ist... Und jetzt hier meine Clanburg. Ja, vielleicht wird's was. Mal gucken. Auf jeden Fall seht ihr dann jetzt mal 44 Riesen. In den Sorbet-Türmen. Ich meine, so ganz schlecht tun sie sich auch nicht. Mm-mm. Aber wie gesagt, wenn Tellereisen kommen, dann ist natürlich... Guck mal, wie sie das, die Tesla auseinandernehmen. Ja, das ist One-Hit, Alter. Schau mal. Bitte, war da was? Aber, oh nee! Ja, aber ja, trotzdem, da passiert nicht viel. Guck mal, jetzt kommt die Valkyrie. Ganz ehrlich, ich glaube, das läuft besser als beim letzten Mal. Ah, schade, hier, da ist Magierturm-mäßig richtig Damage natürlich. Wir brauchen jetzt Glück, dass da eben nicht so viele Dinger sind. Ja, das hier beim Flächenschaden. Ah, der Flächenschaden, der reißt mir richtig was kaputt, sehe ich gerade. Ah, nee, ey. Aber es sind immer noch einige. Ey, so viel ist nicht mehr. Aber hier, der Magierturm halt noch. Der macht's kaputt. Schade. Du hast jetzt wieder ganz schön viele Gems benutzt. Ja, so ist es halt. Die Valkyrie lebt noch. Sehr geil. Und guck mal hier, der Riese. Ja, aber ich meine, klar, das ist natürlich eine Sache. Aber das war gar nicht so verkehrt. Guck mal hier, und jetzt kommt bestimmt noch ein Tellereisen. Wa? Ja, Tellereisen weg. Weg ist er. Das ist kurz davor. Ey. Also ich denke mal wirklich, das würde schon reichen. Das Quäntchen an der Waage wäre alleine schon bessere Heilzauber. Dann würde das schon klappen. Denke ich. Nicht mal so unrecht, mein Freund. Also, guck mal, es lebt hier echt nicht mehr viel. Es sind halt 3 Türme und diese 3 Türme sind aber so blöd gesetzt einfach, dass du halt da gerade Pech hattest einfach. Und diese komischen Tellereisen gingen halt mega auf den Piss und dein Heilzauber nicht so hoch geheilt. Aber im Großen und Ganzen hat das eigentlich ziemlich gut funktioniert. Würde ich auch sagen. Also ich glaube, ich würde das später nochmal probieren, weil ich
Ja, mal gucken, wenn ich mal wieder einen Boost habe oder sowas. Und dann würde ich das einfach nochmal probieren mit den Riesen. Weil das ist, ey, guck mal, es sind nur noch drei Truppen und ich habe die jetzt wirklich alle auf einmal gedroppt. Man hätte ja auch warten können. Ich denke wirklich, dass es, da kommt, das ist nicht mehr viel. Und dann habe ich's. Jo, dein Stuhl quietscht, würde ich sagen. Der Hashtag, sein quietscht, Stuhl ja. quietscht. Ja, so ist es halt. So ist es halt. Aber war wieder was Schönes zu sehen. So, jetzt gucken wir mal hier. Hauen wir gleich wieder einen Angriff raus. Anfordern. Zack, zack, zack. Und dann ist auch gleich mein Livestream bereit, sage ich mal. Erstellen. Ja. Zack. Baue ich hier noch ein paar Trüppchen. Also spektakulärer war es auf jeden Fall als dein Angriff. Das musst du jetzt mal neidlos anerkennen. Das erkenne ich nicht an. Ich fand spannend, fand ich es den Riesenangriff. Was? Ich muss sagen, ich fand den Riesenangriff jetzt spannend, weil ich eigentlich Meine ziemlich ich ja. wusste, dass mein Angriff. Ach so, ja, klar, ja, auf jeden Fall. Weil ich wusste, mein Angriff, der funktioniert sowieso halt. Aber dein Ja. Angriff hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du halt Also verlierst. ich hätte nicht, ich hätte, nee, ich hätte andersrum gedacht. Also ich hätte gedacht, dass es noch schlechter ausgeht, besonders weil ich alle auf einmal gedroppt habe. Also von daher ging das eigentlich, finde ich. Also da bin ich schon mit der Leistung zufrieden. Das passt schon. So, jetzt werden Okay. andere natürlich wieder sagen, oh, warum hat er nicht noch mehr und wie auch immer. Aber ja, so ist es halt. Das ist die Realität. So Yeah. sieht aus. So, gucken wir mal. Ich habe wieder ein paar Schweinchen gebastelt, aber die würde ich ungerne droppen, weil ich die gerne wieder beim Stream verschenken möchte. So, gucken wir mal, was hier so geht. Oh! Oh, gucke mal. Ich würde mal sagen, eine nice Aktion. Und erstmal das Rathaus platt machen. Auf jeden Fall, ja. So, und dann, ja. Vorsichtig hier. Ach, was, Julo, Mann. Vorsichtig, komm. Wer kennt schon vorsichtig? Du. Dann werden wir wieder alle Truppen, Alter, geil. Das ist ja noch voll viel Bogen, aber der hat auch ganz schön viel Loot. Ja, das, du hast gar nicht reingeguckt, wa? Ich habe doch gesagt, oh ja, krass viel. Ich habe schon reingeguckt, doch. Aber ich habe jetzt nicht gedacht, dass der so viel Loot hat, weil ich nicht oben links hingeguckt habe, ich habe jetzt nur auf die Base geguckt. Ja. Nee, das stimmt schon. Das sieht doch gar nicht so viel aus. Eigentlich. So, ich hau hier gleich mal oben wieder zwei Dinger rein. Ich guck mal, was ich in der Clanburg habe. Boogies. Da hat mir der Rampus gerade geschrieben, dass er essen muss. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt darf ich das Ding natürlich nicht Er versemmeln. interessiert sich nicht für meine Bedürfnisse. Ich habe gedacht, er bringt mir jetzt vielleicht irgendwie einen Hotdog oder so vorbei. Ach Nichts so, ist. natürlich, Bringt genau. mir ungefähr gar nichts Von Hamburg, ja, vorbei. von Hamburg. So, Why jetzt not? gucken wir mal. Ja, das ist scheiße. Der da truppenmäßig hätte ich da bessere. Also waren die Bogies nicht so das Maß aller Dinge, sage ich mal. Aber ja, mal gucken, was da noch zu holen ist. Also 100k müsste es gewesen. Ah, schlecht. Aber egal, so ist es halt. Was gibt's noch zu sagen? Ja, jetzt kommen die Lakaien. Schön. Die hätte ich da gebraucht, weißt du? Du hättest jetzt keine Philipp, Lakaien gebraucht für gucken wir Goblin mal. Attack. Nee, für Goblin Bin Attack nicht nicht. Level 90, aber mein Dorf ist Klasse oder was? Oh, es ist nicht mal schlecht. Oh, das ist echt nicht schlecht. Das Dorf ist auf jeden Fall. Oh ja, das für Verhältnis ist das Dorf ein gutes Dorf. Vor allem auch, ja, doch von den Türmen her. Ich würde ihn annehmen. Auch die Aber Armeelager, schau die Armeelager. Spendenverhältnis. Schau Spendenverhältnis immer. Ich gucke immer Spendenverhältnis. Das sehen wir dann. Stimmt, Ja, nee, das passt, das ist okay. Ja, Livestream. Genau, alle freuen sich schon drauf, so soll es sein. Ich werde jetzt auch schon langsam den Clan erstellen. Ja, nee, das mache ich dann im Extra-Video dazu. Beziehungsweise mache ich dazu dann überhaupt ein Video? Andere Sache. Ja, das war's. Ich guck mal, was wir noch zeigen können. Mal. Ja, Entwicklung, guck mal hier. Was meinst du denn? Ich dachte eigentlich Pekka. Nee, weißt du was? Ich habe jetzt gesehen, dass die Heilzauber so gefailt haben. Alles Also, was sauber werde heißt ich machen. gefailt? Dann haue ich jetzt erstmal einen Heilzauber rein. Mit 5 Tagen passt das auch noch. Und
Dann bin ich da schon Waste mal. deine Gems! Los, du willst es Ja, doch! genau, natürlich, genau, richtig. Ja, noch mehr. Genau. Nee, das hat jetzt gereicht. Aber wie gesagt, es waren wieder. Das ist. Man sieht es halt wieder. Es ist einfach so. Das ist es einfach wert. Einfach wirklich, um euch da zu unterhalten, fertig aus. Also, das ist halt. Da muss man dann eben auch mal ein bisschen was für opfern. Ganz klar. Und wenn es halt Gems sind, dann ist es halt so. Und die habe ich mir, wie gesagt, erspielt und fertig. Dann kann man die eben auch mal ein bisschen loslassen. Und ich muss auch wirklich mittlerweile sagen, ich muss echt sagen, die fünfte Bauhütte brauche ich echt nicht mehr. Was meinst du das? Ich meine, du hast eh nur drei, aber ich Ich muss echt bin sagen. auch mit drei zurechtgekommen bis jetzt und habe ja beispielsweise höhere Sachen als du und finde es immer noch Ja. unnötig, dass Leute sich Bauhütten jampen. Ganz ehrlich, lieber warte ich ein bisschen, als dass ich jetzt die ganze Zeit mit ganz viel Geld auftreibe. Ja, genau. Aha. Na hier, man muss ja ein bisschen für den Livestream und sowas, weißt du? Bullet. Ja, Bullshit. Genau. So sieht's aus. Nee, also wie gesagt, dann gleich Livestream. Und dann haben wir jetzt noch ein bisschen was Alex gewastet. Und dann passt das, denke ich. Also das war auch wieder eine coole Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ist einfach mal bei den Sorbet-Türmen. Habe ich jetzt mittlerweile schon einmal 7 Golems verbraten und jetzt nochmal 44 Riesen. Auch Und coole vor Sache. allem noch so viel Gems gewastet. Ja, okay, das ist nun mal, ja, Aber komm, pur das positiver sind die Nebeneffekt. Abonnenten wert, meine Das Freunde. Ihr seid es uns ganz. wert. Es ist einfach so. Also, jetzt ohne euch Honig ums Maul schmieren zu wollen, ist es einfach. Also, wie gesagt, man muss halt einfach auch was bringen. Ganz klare Sache, fertig aus. Und das, wie du sagst, einfach, Ramplus, das muss halt eben auch sein. Also, wie gesagt, weil, ach genau, wir hatten ja schon mal das Thema von wegen, ja, ich bedanke mich nicht bei euch und sowas. Kann ich ganz einfach wirklich nicht sagen. Und wie gesagt, in so einer Situation seht ihr ja auch einfach wieder, dass Es das sind die mega Leute, wichtig. die dann beispielsweise das Video nicht mal angucken und einfach sagen, Mutter, bedanke sich doch eh nicht. Ja, tschüss. Ich bin Ferdinand Ja. von Philipp. Gucken wir mal. Oh. Die Magiertürme sind scheiße. Naja, es geht nicht um die Magiertürme, es geht. Also ich gucke natürlich auch immer gleich auf die Minenwerfer. guck mal. King aber immerhin schon Level. Guck mal hier. Kaserne hat er gleich auf. Aber guck mal Oh! hier. Aber stopp, du hast schon recht. Guck mal hier. Bogis nur 5 und die Riesen auch nicht, Max? Nee, das geht nicht. Wenn ich jetzt wiederum. Guck mal, Leo, das ist absolut nicht böse gemeint, aber die Sache ist die, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, gut, okay, komm, ich nehme dich auf. So. Und dann hast du aber nicht mal Max-Truppen. Das geht nicht. Geht natürlich auch um die Truppen selber, die du dann spenden kannst. Und da geht's halt nicht. Das geht nicht. Stimmt. Aber das war's dazu. Dann wünsche ich euch wieder einen super tollen Abend, Tag, wie auch immer. Macht was draus. Ich wünsche euch was. Ciao, Ciao. ciao.